Willkommen hier zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Und mir ist gerade aufgefallen, ich habe an genau dieser Stelle schon mal eine Folge gestartet, nämlich in Gothic 1. Denn das hier ist die Arena. Hier standen in Gothic 1 die drei Kämpfer rum, vom neuen Lager, vom alten Lager, vom Sumpflager. Hier hatte Sketti seine Wettbude aufgebaut, erinnert ihr euch? Und da drin war jemand, der trainiert hat. Und den Eisblock habe ich genommen, weil ich hier gerade so ein blödes Gefühl hatte, dass hier sich vielleicht ein Ork hinter der Ecke verstecken könnte. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Vielleicht daran, dass ich mich offscreen ausführlich im Spiel umgeguckt habe, damit ich möglichst schnell die restlichen Dinge, die ich auf dem Weg nach Irodorat noch erledigen will oder muss, erledigen kann. Jetzt finde ich leider die Leiche von dem Ork nicht mehr. Schade. Nun denn, also, ich habe einen Plan. Und zwar, leveln gar nicht mal so sehr, aber ich habe herausgefunden, ich kann meinen Mana sehr wohl noch über 300 bringen. Ich werde trotzdem nicht Monster schrumpfen lernen, so ist es nicht. Aber, ich überlege jetzt gerade, ich teleportiere mich mal eben noch rein. Das ist 8.23 Uhr, weil ich habe gerade ein bisschen Mana verbraucht. Wo war ich gerade? Ich habe den Faden verloren. Genau, ich kann mein Mana noch auf über 300 steigern, ich weiß tatsächlich. Nicht mehr, was ich glauben soll. Wenn ich alles mache, was ich rausgefunden habe. Und das möchte ich auch gerne tun, um ehrlich zu sein. Und die Sache ist die, ich brauche ziemlich mein komplettes Geld, um das zu erreichen. Weil ich ganz viel Kronstöckel brauche und kaufen muss dafür. Zeig mal. Unter anderem glaube ich. Ne, okay, der hier hatte nichts, was mir in der Hinsicht geholfen hätte. Ne, okay, hier war nichts. Aber gut. Bevor ich es vergesse, in der Burg gibt es auch noch ein paar Sachen, die ich erledigen kann. Ich habe da drin zum Beispiel im Haupthaus nicht alle Truhen durchsucht. Habe ich mir nochmal angeguckt, aber da ist nichts Wichtiges drin. Da haben wir nichts verpasst. Aber tatsächlich habe ich hier unten. Das hätte ich dir vorher sagen. Ich zeig das mal eben kurz, dass ich da auch wirklich. Ich kann das nicht glauben. Das anderweitig hätte merken können. Hier ist Brukas magischer Brief. Unter anderem steht da drauf Brutus ganz unten. Ihr erinnert euch vielleicht, Seekopf, der Vorletzte, mit dem hatten wir schon zu tun. Das ist der Bauer. Das sind doch alles nur Gerüchte. Dem die Frau abgehauen ist. Und das hier ist Brutus. Hey. Genau zu sein, das, was von Brutus übrig geblieben ist. Nachdem er besessen wurde. Immerhin habe ich jetzt mein Gold wieder, was ich ihm geliehen habe. Ich höre Orks. Wo hast du das denn schon wieder? Die Probleme da draußen ich Orks. Wer erzählt denn sowas? Wo kommen die Warum her? Ich wundere mich über gar nichts. Wo mehr. Hast du das denn schon wieder her? Was war das denn gerade? Also das ist auf jeden Fall nicht passiert bei meinen Vorbereitungen. Ich hoffe jetzt nur gerade, dass es nicht hier drin war. Nee, hier ist. Was ist da draußen? Gegen wen oder was kämpfen die denn? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Aber egal. Genau, Brutus. Ich habe, falls ihr euch erinnert, vor Ewigkeiten mit dem einen Feuermagier im Kloster gesprochen. Mit Karas war das, glaube ich. Der meinte, er könnte etwas finden, wie man die Angriffe der Suchenden abwehren kann. Und dafür braucht er einen Gegenstand, der länger mit einem in Berührung war. Und Pyrokar wollte immer diese Almanachen, die diese Leute immer für dabei haben. Für Innos. Für Innos. Und ich habe bisher halt immer diese Almanachen direkt zu Pyrokar gebracht, weil ich dachte, es gibt noch irgendeinen anderen Gegenstand, den Karas braucht. Aber nein, es ist tatsächlich einer dieser. Er möchte tatsächlich einen dieser Almanache. Und ja, hier habe ich zum Glück, wie gesagt, einen Besessenen übersehen, einen Besessenen vergessen. Und kann einfach seinen benutzen, um die Quest, die Suchenden, soweit ich weiß, dann endgültig endlich abzuschließen. So, ich hoffe mal, der Kampf vorhin, das war nicht Biff. Ne, Biff ist noch da. Zudem will ich jetzt aber gar nicht, weil ich habe was anderes vor. Und zwar möchte ich noch ein Stück weiter weg von hier, deswegen trinke ich mal einen Trank der Geschwindigkeit, damit es ein bisschen schneller geht. Und zwar gibt es dort oben
auf dem Weg zum... Das muss ich überlegen. Auf dem Weg zum Feuerdrachen ist es, glaube ich. Da gibt es noch ein paar Echsen und ein paar Feuergolems und noch ein paar interessante Gegenstände. Die würde ich mir gerne holen. Die Kräuter hier, die übersehe ich einfach geflissentlich. Das ist nichts Wichtiges. Wie gesagt, die einzigen Kräuter, die mich zurzeit noch interessieren, ist eigentlich Kronstöckel. Das ist genau das, was ich beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal bei Neoras lernen wollte. Nämlich dieses Gebräu, das mein Mana dauerhaft um 5 erhöht. Das wollte ich lernen, beziehungsweise ich wollte eigentlich, dass Neoras mir das braut, damit ich keine Lernpunkte investieren muss. Das funktioniert so nicht, also ich muss es selber lernen. Aber ich habe gerade Unsinn gemacht, ich bin zum Steindrachen statt zum Feuerdrachen, aber das ist halt so wild. Auch zum Steindrachen will ich nochmal. Genau, ich habe eine Möglichkeit, wie ich mir das sparen kann, die Lernpunkte. Aber dafür muss ich 1500 Gold bezahlen. Also nämlich mein Ausbildungsmeister in Korinnes, der Wert, wie heißt er denn? Ich hab's vergessen. Der Mann, bei dem ich die Ausbildung gemacht habe, der hat das Rezept für diesen Trank im Inventar. Okay, das hat nicht funktioniert. Der verkauft das für 1500 Gold. Das Problem ist, wie gesagt, ich brauche Kronstöckel dafür. Und Kronstöckel selbst kostet halt... naja, was soll ich sagen? Kronstöckel kostet 500 Gold. Und damit steht halt das Rezept in direkten... Das funktioniert auch nicht. Damit steht halt die Zutat, die ich brauche, in direkter Konkurrenz mit der mit dem Rezept. Was ein bisschen dämlich ist, um ehrlich zu sein. Aber andererseits würde ich die Lernpunkte natürlich trotzdem gerne aufsparen, denn ich kann nämlich bei Pyrokar für Lernpunkte meinen Mana nochmal steigern. Und zwar ist Pyrokar tatsächlich der beste Lehrer. Denn bei Pyrokar kann ich meinen Mana... Da ist nichts zu holen. ...bis 300 steigern mit Lernpunkten. Was ziemlich viel ist. Und beim Feuerdrachen, das war irgendwo da drüben, egal. Ich brauche 150 Mana. Richtig, genau. Der Zauber kostet ja genau 150. Soweit, so gut. Feldknöterich brauche ich, glaube ich, nicht. Aber nehme ich mal mit. Kann ich vielleicht verkaufen. Naja, bringt nicht so viel. Ich rede zu viel. Nee, ich rede zu wenig. Ich verrate zu viel im Voraus. Dann wird es langweilig später für euch. So, was ich jetzt machen werde, ist nochmal zum Steindrachen hochgehen. Erinnert euch vielleicht, als ich damals dort war, ist Bifunchen stehen geblieben. Deswegen hatte ich einige Probleme. Hier sind nochmal ein paar Echsenschwerter. Die habe ich wohl übersehen. Ja, nehme ich mal mit. Und innen drin waren hauptsächlich Echsen und... Was war es denn? Echsen und, ich glaube, Steingolems. Genau. Und zwar halt relativ viele auf einem Haufen. Das war das Problem. Und das zweite Problem war halt, dass ich Biff nicht dabei hatte und deswegen konnte ich da alleine nicht allzu viel ausrichten. Aber hey, ich habe jetzt massen Sterben und an einer Stelle gab es doch einen Hebel zum Umlegen. Da hinten dran hat sich dann ein Dämon verborgen. Und gegen den hatte ich auch keine Chance. Aber, wie gesagt, ich habe jetzt mächtige Zauber und kann das jetzt endlich nachholen, um, wie gesagt, nochmal ein bisschen Erfahrung zu holen. Und vor allem geht es mir wirklich darum, alles zu erforschen. Oder so ziemlich alles, fast alles zumindest. Das ist so mein eigener Anspruch an dieses Let's Play, dass ich hier wirklich alles zumindest mal versucht habe. Und wenn ich mich nicht täusche, war das hier drin. Ich speichere mal zur Sicherheit. Was hier? Ich höre was. Ich höre etwas. Ich glaube, da drin ist der Dämon. Thank you.
Das hat nicht funktioniert. Ich war mir nicht sicher. Ich habe es beim Testen schon mal ausprobiert, von draußen direkt das Massensterben zu zaubern. Da hat es auch nicht funktioniert, aber ich stand da ein ganzes Stück weiter weg. Und deswegen war meine These, dass ich einfach näher ran muss. Deswegen habe ich mich gerade ganz in die Ecke gestellt. Das hat nicht funktioniert. Meine andere Theorie ist, dass der Dämon erst erscheint, wenn man... Okay, das war eine blöde Idee. Ich hätte vielleicht mein Massensterben verwenden sollen. Wie gesagt, die andere These ist, dass er erst erscheint, wenn man... Ach, sag's mir, verrat's mir, wenn man den Hebel zieht. Genau, das ist die andere Möglichkeit. Könnte sein, weiß ich nicht. Aber das Schöne ist, ich hätte ihn einfach hierher locken müssen. Und da kommt er nicht durch. So. Immerhin kriege ich meinen Mana wieder, zumindest teilweise, zurück. Das mal so und dann 142, da brauche ich noch... Jetzt tatsächlich nur noch 30. Wie kriege ich 30? Ich habe doch bestimmt... Ja, Feuerkraut. Feuerwurzel will ich nicht benutzen, denn Feuerwurzel ist die zweite Zutat, die ich brauche für dauerhafte Mana-Steigerungstränke. Extrakt des Geistes heißen die übrigens. So, links, rechts, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links, rechts. Ah, okay, gut geraten. Guck mal, Langbogen, ein bisschen Gold. Sehr schön, das hilft mir alles auf dem Weg. Dietrich, Kohle, Wein, Käse. Das, also zumindest das Geld, was ich da direkt gefunden habe, und das Geld, was ich kriege, wenn ich den Bogen verkaufe, werden mir auf jeden Fall helfen bei Kronstöckel und... Ja, bei Kronstöckel hauptsächlich. Alles andere ist mir eigentlich relativ egal. Kronstöckel ist meine eigentliche Sorge. Das Problem ist auch, es gibt nur relativ wenig Kronstöckel im ganzen Spiel. Deswegen bin ich alles nochmal abgelaufen. Also ich habe mir erstmal eine Karte rausgesucht, im Internet gibt es zum Glück, wo überall Kronstöckel liegt. Und dann bin ich alles offscreen abgelaufen, um zu schauen, wo ich ihn denn übersehen habe. Und ich glaube, ich weiß so ziemlich alle Stellen, wo ich nochmal hin muss. Es sind nicht allzu viele, aber es gibt noch ein paar. An den meisten war ich noch nicht. Und an einer oder zwei war ich, glaube ich, schon. Aber das ist halb so wild. Da muss ich, glaube ich, eh noch hin, weil da noch Gegner sind. Zum größten Teil, zum größten Teil. Aber gut. Ich will jetzt nicht, wie gesagt, nicht allzu viel im Voraus verraten. Hier, wenn ich mich nicht täusche, war genau das. Ah, und da kommen die nächsten. Okay, okay, wie viele sind's? Das ging daneben. Okay. Scheint zu funktionieren. Ich bin trotzdem nervös. Ich speichere mal eine Runde. Sicher ist sicher. Aber irgendwer hat mich da gerade entdeckt und versucht herzurennen. Ich muss sterben oder Eisblock? Ich nehme was zu sterben. Kommt der hinterher? Ja, der kommt hinterher. Verdammte Axt. Nein, 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 nein. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich verbiete dir, mich zu verprügeln. Ja, dann komm raus. Ich hatte nämlich eine Idee. Ich glaube nämlich, dass du nicht hier durchkommst. Tatsächlich kommt er noch nicht mal hier rüber. Ha, ist er runtergefallen? Haha, du bist runtergefallen. Und tschüss, Golem. Das war's mit dir. So, zum Glück sind die Golems nicht die hellsten. Bin im Kronenleuchter. Gut, weiter oben gibt's nichts mehr. Da war ich schon überall. Der Drache liegt auch wieder andere, wie der Sumpfdrache, noch rum. Nichts zu holen. Da ist nichts. Habe ich festgestellt. Aber letzten Endes, wie gesagt, gibt's da nichts. Hier drin kann es noch was geben, da bin ich mir nicht mal ganz sicher. Das habe ich vergessen. Ach ja, tatsächlich hier ein Mana-Trank. Gut, ist jetzt nicht so viel, aber nehme ich gerne mit. So, als nette Beigabe. Apropos Mana, 57, das reicht nämlich gerade nicht für einen Eisblock. Aber so wie das aussieht, ja. Nichts zu holen.
sind die hier schon alle tot. Damit bin ich hier am Stein. Beim Steindrachen bin ich hier fertig soweit. Links, rechts, links. Ah, das war einfach. Okay, ersetzte Heilung. Gut, damit bin ich hier, wie gesagt, beim Steindrachen soweit fertig. Ich will nochmal zum Feuerdrachen rüber. Da gibt es nämlich auch noch eine Kleinigkeit. Und zwar eine wichtige Kleinigkeit, nämlich unter anderem eine Steintafel, die, glaube ich, meinen Mana erhöht. Erstens. Und zweitens, was war es denn noch? Irgendwas mit... Ach genau, ein Ring oder so. Genau. Es gibt nämlich tatsächlich bessere Ausrüstungsgegenstände, wie ihr bald sehen werdet. Für mich. Also Ringe und Amulette gibt es eben besser als das Priester-Set. Allerdings wird es noch eine Weile dauern. Ich muss hier erst alle haben. Ich muss alle gleichzeitig wechseln, damit ich damit besser werde. Aber dieser eine Ring, der oben beim Feuerdrachen liegt, der ist definitiv ein Teil meines Planes. Oder ein Teil meiner neuen Ausrüstung. So, und hier gilt auch wieder Biff. Du bist zwar nett, aber letztendlich bist du nicht allzu viel zu gebrauchen. Und deswegen... Also was heißt nicht so allzu viel zu gebrauchen? Er ist schon sowas zu gebrauchen. Aber das Problem ist bei Biff halt, dass er... Wie soll ich sagen? Ich kann halt nicht meinen Zauber machen, meine Todeswelle. Und die Todeswelle... Ich wäre zwar am liebsten mit Biff und Todeswelle unterwegs, aber das geht nicht. Und ich alleine mit Todeswelle bin halt doch mächtiger als ich ohne Todeswelle mit Biff. Ja. Und deswegen muss Biff leider zu Hause bleiben. Ich werde ihn aber wahrscheinlich doch mitnehmen nach Irdorath. Ist so zumindest meine Arbeitsthese zurzeit. Ich weiß noch nicht. Nach Irdorath bin ich noch nicht gegangen, keine Sorge. Da habe ich mich nicht gespoilert. Ich weiß nicht genau, was mich dort erwartet. Aber... ich möchte möglichst gut darauf vorbereitet sein. Ich glaube nämlich nicht, dass es leicht wird, um ehrlich zu sein. So, kurz checken, hier war ich nicht beim Prüfen, beim Ablaufen. Ob hier noch irgendwer ist, aber das... Nee, ist okay. Hier ist nichts. Von oben her bin ich hergekommen zum Feuerdrachen, aber hier ist nichts mehr. So, dann hätten wir hier nämlich... Wenn ich ein weiteres Mal speichere, um sicher zu gehen, bräuchte ich bitte ein Massensterben. Dann würde ich gerne alle auf einmal anlocken. Das müsste am besten gehen, indem ich zum Beispiel sowas hier mache. Und dann brauche ich eine Weile zum Zaubern. Und dann habe ich es verkackt, weil ich habe nicht alle getroffen. Das ist leider das Problem bei der Todeswelle. Ich muss die irgendwie alle anlocken. Ich kann nicht selber hinrennen. Das funktioniert nicht, weil, wie gesagt... Ne? Und so. So. Ich muss irgendwie hin, aber ich muss sie halt zaubern können. Bevor ich allzu viel Schläge einstecke. Aber gut, das hielt sich gerade tatsächlich in Grenzen. Dort vorne steht allerdings immer noch ein Feuergolem. Und damit ich den platt machen kann, schlucke ich ja noch ein bisschen Mana. Der müsste ebenfalls mit einem Massensterben am besten auszuschalten sein, wenn er mich nicht durch die Gegend schleudert. Aber nein, das tut er nicht. Sehr gut. Fein gemacht. Nichts zu holen. So, und jetzt seht ihr auch die Ursache meiner Verwirrung, warum ich zuerst zum Steindrachen gerannt bin. Das seht ihr nicht, aber jetzt seht ihr es, ne? Da drüben war ich gerade oben und habe mich mit dem Steingolem geprügelt. Das heißt, die beiden Orte, die hängen nicht miteinander zusammen, aber man sieht den einen vom anderen aus jeweils. So, hier ist der Ring. Den schaue ich mir mal kurz an, um euch nicht so auf die Folter zu spannen. Ring der Erleuchtung. Oder hatte ich den davor schon? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, der war's. Und irgendwo hier müsste noch eine Steintafel rumliegen. Ich sehe sie leider gerade nicht. Mist. Wo ist die? Verdammt! Wo ist die Steintafel? Die war hier irgendwo. Die ist wichtig, die brauche ich. Bin ich hier runtergelaufen? Ha.
So, ich habe mich hier ein bisschen umgeschaut und ich habe die Steintafel leider nicht gefunden. Ich glaube, ich habe mich getäuscht. Hier gibt es gar keine. Sondern die liegt unten bei den Orks irgendwo. Und da werde ich dann einfach mal beim nächsten Mal schauen, dass ich die finde und so, ne? Oder liegt die vielleicht hier irgendwo? Und ich bin nur zu blöd gewesen, hier rumzulaufen. Nee. Nee, da ist nichts. Nee, alles klar. Gut, dann wisst ihr Bescheid. Die Folge ist schon wieder 20 Minuten lang und beim nächsten Mal geht's dann weiter. Ebenfalls nochmal hier im Minental zum letzten oder vorletzten Mal, wenn ich vor der Burg endlich mal mich um die Orks kümmere. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.